Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu einer neuen Folge Taunus Zählen Wenkt. Vom Mafioso geht unser Weg nun zum Jester, die Runde mag ich. Jester ist lustig, man braucht nur Doktor, Bodyguard, Sheriff, Medium, Survivor, Amnesiac, irgend sowas claimen, man stirbt sowieso. Mit dabei ist der Toni. Hallo. Aber nicht in derselben Runde. Oh, ich bin Aso. Du bist Aso. Claim Bodyguard, du überlebst auf jeden Fall. Ja, okay, mache ich. Claim jetzt wirklich Bodyguard. Das Gute ist, dann brauche ich keinen Push-to-Talk mehr anmachen. Survivor Claim, erste Runde, erste Nacht. Na super. Oh, wir haben einen, der direkt mal Jailer claimt und immer 15 jailen möchte. Was claimen wir denn? Mal gucken, werde ich spontan mal entscheiden, was ich hier machen möchte. Was bist du denn überhaupt? Jester. Ich habe in meinen letzten Willen geschrieben, dass ich Aso bin. Ich glaube, das sollte ich ändern. Kannst du auch drin lassen, brauchst es ja nicht kopieren. Will ich jemanden frame? Natürlich will ich jemanden frame. Was soll das denn? Wir machen das erstmal weg. Schreiben hin, Ketchup, the Jester, Foo Disguiser. Ist ja so ein Ding von irgendeinem YouTuber. Ich habe ihn auch gesehen. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Na super. Ja. Oh, es wird direkt gewispert von Exit zu Snipping Balls. Warum? Nur ein Kill. Gut. Was wollen wir denn claimen? Also Survivor ist halt schon sehr easy. Ich gehe einfach mal auf Bodyguard. Bei Bodyguard wird immer gehangen. Wenn wir in der ersten Nacht den Vigilante protected, in der zweiten Nacht gehen wir... Keine Ahnung. Erste Nacht, der Bodyguard ist tot. Oh, bei mir auch. Sind wir doch im selben Spiel. Du weißt jetzt, wer ich bin. Wie war dein Name? Ganz normal Krian. Ja, bei mir ist Olivia gestorben. Ich sehe keinen Krian. Wir sind nicht im selben Spiel. Okay, claim ich Sheriff. Hilft immer. Oh, der... Der angebliche Jailer sagt einfach mal direkt, ich exekutiere alle Town Investigative Claims in Jail. Wow. Ich würde ja einfach sagen, wenn ich in Jail bin, dass ich eindeutig Sheriff bin. Würde ich trotzdem claim, so oder so. Und wir haben jetzt ganz viele Leute, die Ding claimen wollen. James White soll Mafia sein. Ah, er hat also ein Executioner. AFK ist kein Exe mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber ich werde ihm trotzdem helfen, weil sobald nämlich das passiert, bin ich unwahrscheinlicher Jester. Wenn ein confirmter Exe rumläuft. Außerdem kann ich für Verwirrung sorgen, ich bin Jester. Mir ist es egal. Ich werde sowieso kurz vorher gekillt. Weil sobald ich random irgendwelche Bösewichte wähle, denken die, oh mein Gott, er muss was wissen. At least after you hang me, you will know 12 is Mafia. Hättest mal mich untersuchen sollen. Okay, der Survivor Claim ist bei mir rausgegangen. Vielleicht für mich blöd. Ist wieder geil. Ich bin doch der Einzige, der Counter claimt, oder? Oh, ich bin der Einzige, der Inno wurde. Das könnte böse enden. Schnell einen anderen Fake-Willen vorbereiten. Kriande Retributionist. Night One can't do shit. Jetzt heißt es nämlich dann, ich wurde gejailed. Bring back the bodyguard. Claim Sheriff. Nein, nicht bei dem Typen. Claim Sheriff. Oh, der Sheriff ist tot. Ja, Execution hat gewonnen. Ich bin Any Jester. Oh, das könnte richtig lustig werden. Any Jester. Ah, das kann so lustig werden. Gut, jetzt hatte ich wenigstens niemand auf dem Radar. Richtig. Das heißt, sobald ich Bodyguard claim, bin ich instant tot. Weil keiner denkt, dass ich Jester bin. Na, mal gucken. Wahrscheinlich werde ich jetzt gekillt. Und wir machen es noch besser. Wir sagen einfach, dass AFK kein Executioner ist. Die sollen ihn killen.
so ein bisschen ihn reinreiten, den Notfall verschwende die Nacht, die taunert eine Nacht oder einen Tag. Ist ja egal, aber ich lebe noch. Wow. Bist du lustig am Dausen? Nee, der Transporter hat gerade einfach das Target geändert. Oh, wir haben 4 Tote. Der Jailer hat James White gekillt, nehme ich an. Not Sherlock starb durch Mafia und Werwolf, das heißt eventuell der Mafioso ist down. Oder der Godfather. Ja, für mich nicht. Oh, er ist Transporter, er hat sich und den Arsonisten transportiert. Auch gut. Also er heißt Arsonist. Achso. Und er hat. Ich würde gerade sagen, Werwolf und Arso? Und der Werwolf oder die Mafia hat eine Death Note mit lauter, ja, ich würde sagen, das sind Kirby's, die Penisse abschneiden mit einer Schere. Warum? Der Jailer hat James White gekillt. Ist der andere wiedergebracht worden? Ach, wie geil ist das denn? Slash W. Dim. Wit. Welcome back, my friend. Er ist wiedergebracht worden. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Wobei, warst du gerade im Jail? Nein. Jetzt sage ich, ich habe ihn wiedergebracht. Und damit ist alles cool. Hier heißt einer Tupperware. Oh, das ist nett. Hat einen schönen Namen. Investigator down, Consort down, Transporter down. Thomas Stanford. Müsste dann der Mafioso sein. Trotzdem wird er mit Gas überschüttet. Oh, Sheriff Claim. Natürlich ein Lügner. Jetzt Corey wispert ganz viel mit AFK-Typi, mit dem Executioner rum. Ja, Mafioso down. Das heißt, wir haben jetzt hier Werwolf und Godfather plus eventuell Annie, man weiß es nicht, aber wirklich Executioner ist. Zwei Leute wisst man jetzt dem Ding zu, dass sie Retri sind. Das könnte mir gefallen. Weil ein Retri-Claim auch ein lustiges Ding ist für Bösewichte. Ja, der Typ ist Proven Town. Wenn der Invest ihn untersucht hat, muss er Proven Town sein. Es sei denn, der Transporter etwas. Er hat nur Snipping Bolt, wahrscheinlich doppelt transportiert. Okay. Ich will ihn aber nicht wählen. Ah, ich muss mitwählen, scheiße. Das ist problematisch, wenn sie jetzt wirklich hier den Ding kriegen. Pretending being Exe, because both roles are immune. Willkommen zurück. Bist du aber tot oder was? Nee, ich war kurz weg. Ich bin da eh Aso. Also ich habe nur einen Tag verpasst. Das okay, geht also noch. Der Jailer will Guilty voten bei einem eventuellen, keine Ahnung, beim Vigilante-Claim, der damit übrigens Random Town claimt. Aktueller Stand. Jetzt hätte er gerade mal was anderes claimen müssen. Jetzt muss ich natürlich bei meinem schönen Retri-Willen bleiben. Wie läuft's bei dir? Ja, wir lynchen jetzt gerade ein. Oh, Jailer tot. Jetzt heißt es, die beiden Town Killings sollen sich gegenseitig erschießen. Ein Shootout. Shootout. Der lebt noch. Der wird runtergewählt. Der lebt noch, okay. Es ist so lustig. Jetzt wählen wir die Nummer 4 ab. Auch nicht. 13 ist confirmed. Das stimmt. Die 13 ist confirmed town.
Warum ist er confirmed wet? Jetzt hoffe ich natürlich, dass der Jailer den anderen Retri-Claim killt, weil der andere Retri-Claim ist Retri. Dann kann er mich nicht töten. Wenn es wirklich einen Vigilante gibt, der jetzt einen anderen Vigilante erschießt, im besten Fall sich gegenseitig, können sie mich auch nicht mehr töten. Dann müsste jeder wissen, dass ich böse bin. Und damit dürfte mich keiner mehr töten. Weder Mafia noch Werwolf. Das ist aber nur, wenn es alles optimal läuft. Die Frage ist, überlebe ich diese Nacht? Ja, tue ich easy. Kein Problem. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ketchup ist tot und der Bodyguard ist wieder down. Hat er echt den Ding gerissen? Der Jailer hat jemanden exekutiert und der Bodyguard wurde nicht durch eventuelle Doktoren protected. Wir haben einen Vampire. Lustig. Das heißt, AFK kann kein Executioner sein. Das heißt, AFK ist der Werwolf. Aber Framer, verdammt. Das heißt, er kann kein Executioner sein. Das heißt, er ist der Werwolf. Bleibt dasselbe Ergebnis. Okay, bin tot. Ach Mann, ich wollte gerade igniten. Ich hatte drei Leute. Mal gucken, was der AFK dazu sagt. Amnesiac wurde zum Konsort. Wird richtig lustig. So, jetzt sind wir auf keinen Fall den echten Executioner killen, der Mr. Arson ist sein. Von daher sollte ich den Jailer dazu bringen, ihn zu töten. Das wäre eine ganz nette Story. Wow, hier gibt jemand an. Der sagt, der hat 700 Spiele schon gespielt. Exakt. Kann sein. Oh, hier wurde jemand von Vigilante erschossen. Der Sheriff. Nice. Guter Vici. Hier kann ich easy guilty voten. Ist irrelevant. Jetzt wird's lustig. Ich kann das Ding echt noch gewinnen. Weil der Executioner Claim halt jetzt durch ist. Ich weiß, er lügt. Die Frage ist der Godfather tot? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der Vigilante darf mich halt nicht erschießen. Na, dann hoffe es mal. Der Amnesiac ist raus, der gerade Konsort geworden ist. Tja, das ging nach hinten los, Mafia zu werden. Hättest du mich mal an Tawny erinnert, dann wärst du safe gewesen. Ja, jetzt kriegt Arson das bitte. Okay, also, AFK ist der Werwolf. Gils Corey ist der Jailer, Arsonist ist der Retri, mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund des Whispers. Snipping Bolt ist der Vigilante, das heißt Exe und Seriu sind noch offen. Exe könnte Random Town Vigilante sein, das heißt Seriu wäre der Godfather. Das ist schon ganz lustig. Das da oben können wir rausmachen, das Geist ist nicht mehr möglich. Aber wie ich halt schon sofort wusste, dass er gar kein Executioner ist. Ich lebe. Nice. Alles gut. Läuft bei mir. Der Jailer ist tot und Exe lebt noch. Ist tot.
Das versuche ich immer ein bisschen reinzureden, damit er mir hilft. Der Jailer hat einen exekutiert. Und er hat nichts geclaimed. Das müsste der Godfather down sein. Ja, das heißt, wir haben Werwolf und mich gegen drei Townies hier stehen. Bam, Werwolf. Sehr nett, der Execution, der Werwolf hilft mir jetzt, indem er mich nämlich hochgewählt kriegt. Ich tue so, als wäre ich drauf reingefahren. Sie wählen natürlich jetzt hoffentlich mich, wählt mich, ihr Säcke. Jawohl, ich werde gewählt. Das ist so grandios. Es wird aber nicht funktionieren, glaube ich. Ich glaube, dass die Townies schlau genug sein werden, um jetzt hier nicht zu guiltyen. Die sprechen sich ab, das gefällt mir nicht. Arsonist voted, komm schon. Mach guilty, Retri, mach guilty. Ist Werwolf-Nacht? Nicht wirklich. Nein, 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 nicht Inno. Nicht Inno. Nein! Oh, bei mir ist zu Ende. Und, wie ging's aus? Der Muff hat definitiv gewonnen, nicht eine Muff ist gestorben. Wählt mich, ihr Säcke. Wählt mich. Zeit ist um. Jetzt erschießt mich der Vigilante. Ich seh's kommen. Ärgerlich, es war so knapp. Mache ich das natürlich auch raus. Ich werde auch nicht reinschreiben, dass der AFK der Werwolf sein muss. Wenn sie schlau sind, wissen sie es, dass nachdem ich tot bin, dass der Executioner Claim halt Bullshit ist. Aber ich gehe davon aus, dass ich jetzt gekillt werde durch den Vigilante. Im besten Fall erschießt der Vigilante den Arsonisten. Der Werwolf bleibt zu Hause in der nächsten Nacht, weil sonst ist das Ding auch um. Er hat nicht mich erschossen. Wow. Hat er echt den Retri erschossen? Er hat niemanden erschossen. Hat er noch Schüsse? Ich glaube ja. Die haben das auf jeden Fall rausbekommen. Ja gut, dann gehen wir auf Arsen, das ist mir doch egal. Jetzt wird der Werwolf gewählt, das geht noch schief. Mann! Ach, Mann.
Ich bin natürlich Inno. Ja, das war's. Schade. Es hätte funktionieren können. Aber die Mafia war einfach so beschissen. Der Jailer eigentlich auch. Der hätte den viel früher killen müssen, den offensichtlichen Werwolf. Der war einfach nur lucky, mehr war es nicht. Wie geil. Ich wusste, dass er Werwolf ist seit Tag 2. Das war so offensichtlich. Das war so offensichtlich, dass er halt Werwolf sein wird. Schade, es hätte funktionieren können. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Town of Sand and Ringed. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao, Leute. Ciao, ciao.